Schmerz bedeutet Heilung. Und je länger wir gegen ihn ankämpfen, umso länger tragen wir ihn mit uns herum. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um eine weitere Zeremonie, an der ich teilgenommen habe, als ich in Mexiko war, im Rahmen dieses Yoga Teacher Trainings, über was ich euch auch ein Video gemacht habe. Und wo ich da auch Bufo und Ayahuasca gemacht habe. Bufo war im letzten Video, wurde im letzten Video thematisiert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das noch anschauen. Heute geht es um Cambo, das Froschgift aus dem Amazonas-Regenwald, von dem die Schamanen behaupten, dass es ganz, ganz viele Krankheiten lindern oder sogar heilen würde. Und ich möchte mit euch heute gern meine Erfahrung teilen. Wie war die Zeremonie für mich? Was konnte ich daraus mitnehmen? Wie fühle ich mich im Nachhinein? Hat es mir tatsächlich was gebracht? Etc. Also all diese Dinge, die ich jetzt für wichtig empfinde. Und was noch wichtig ist, falls ihr Schwierigkeiten habt, zuzugucken, wie jemand sich übergibt, dann würde ich gewisse Teile einfach ein bisschen überspringen, vor allem die Videoausschnitte aus der Zeremonie. Ansonsten viel Spaß beim Video. Fangen wir da mal mit an, was Cambo eigentlich ist. Also Cambo, habe ich ja schon gesagt, ist das Froschgift aus dem Amazonas. Das bedeutet, es wird von einem Giftfrosch gewonnen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, müsstet ihr nochmal nachschauen, der im Amazonas-Regenwald zu Hause ist. Und das Sekret dieses Frosches wird in Zeremonien eingesetzt von Schamanen, um dem Menschen wie so eine natürliche Impfung zu geben, sein Immunsystem zu pushen und eventuell auch von Krankheiten zu heilen oder diese zumindest zu lindern. Ganz, ganz oft wird es eingesetzt bei Autoimmunerkrankungen, bei gewissen Formen von Krebs oder auch bei Suchtentwöhnungen, also um sich das Rauchen abzugewöhnen, bei einer Alkoholabhängigkeit oder auch bei Drogen. Sucht und Abhängigkeiten. Die kann man da recht gut auflösen, so sagen es zumindest die Schamanen. Im Endeffekt muss jeder die Erfahrung selber für sich machen. Ich möchte auch im Voraus nochmal sagen und betonen, dass es ganz wichtig ist, dass ihr euren medizinischen Hintergrund mit dem Schamanen abklärt. Nicht, dass es da zu irgendwelchen Kontraindikatoren kommt, wo ihr dann irgendwie umkippt oder einen Herzinfarkt bekommt oder sonst was. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr nicht topfit seid, wenn ihr nicht super gesund seid, klärt das mit einem Schamanen ab, klärt das eventuell mit einem ganzheitlichen Arzt oder Heilpraktiker ab, damit ihr einfach auch wisst, was eure Risiken sind. Ihr könnt nicht einfach bei jeder Krankheit fröhlich und heiter Cambo machen und meint, ihr seid dann geheilt. Ganz, ganz wichtig, ich möchte hier jede Haftung von mir geben. Ihr müsst in Eigenverantwortung treten, selbst recherchieren und einfach mit dem Schamanen drüber sprechen und natürlich auch einen guten Schamanen auswählen dafür. Ich möchte noch ganz kurz dazu was sagen, wie das Gift gewonnen wird. Die Prozedur ist für den Frosch recht nervenaufreibend und deswegen habe ich lange gebraucht, um zu sagen, ja, ich mache das jetzt tatsächlich, weil das erste Mal die Möglichkeit hätte ich dazu auf Hawaii gehabt vor 3 Jahren und habe es abgelehnt, weil ich noch nicht genug wusste, wie vegan das Ganze ist. Und ich glaube, jeder Veganer oder jeder Tierrechtsaktivist muss das ein bisschen für sich selber abwägen, den Nutzen und das Risiko für den Frosch sozusagen, weil es ist schon recht nervenaufreibend für den Frosch. Man nimmt ihn irgendwie so in 1-4 Beinchen und kettet ihn dann so ein bisschen fest, um das Sekret dann zu gewinnen. Also man ärgert ihn eigentlich ein bisschen, um das zu bekommen. Man provoziert ihn ein bisschen, damit er dieses Sekret produziert, das man dann nehmen kann. Und dann lässt man ihn aber wieder in die Freiheit. Das ist ganz, ganz wichtig. So ein Frosch kann, zumindest ist das die Information, die ich bekommen habe von einem Schaman, in Gefangenschaft dieses Sekret, dieses Gift nicht produzieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man
einfach auch den Frosch auch so wieder in die Freiheit setzt, weil ich glaube, wenn wir etwas nehmen von Mutter Natur, dann müssen wir es auch wieder zurückgeben. Und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich kann es aber auch total verstehen, wenn Menschen sagen, nee, ich finde das zu brutal, deswegen möchte ich das nicht machen. Ich möchte es dem Frosch nicht antun. Ich persönlich habe für mich irgendwann abgewogen und habe gesagt, ich finde es okay, wenn ich das jetzt die zweimal mache. Angesetzt persönlich waren für mich eigentlich 3 Sitzungen. Ich hatte vor, während diesen 3 Wochen, wo ich in dem Ashram war, 3 Sitzungen zu machen von Kambo. Allerdings kam ja noch Bufo dazu und es kam noch Ayahuasca dazu. Und ich habe wirklich gemerkt, dass das einfach zu viel gewesen wäre, körperlich und auch geistig, und habe mich dann für nur 2 Sitzungen entschieden. Was ich auch noch dazu sagen muss, ist, dass Kambo rein physisch wirkt. Also nicht psychisch wie Ayahuasca oder Bufo, dass man da wie Psychedelic nimmt und dann anfängt, einen Trip zu haben oder sonst irgendwie zu halluzinieren. Das passiert bei Kambo nicht. Kambo wirkt rein auf körperlicher Ebene. Das wird nämlich ganz oft verwechselt, vor allem, weil man mich jetzt in der Zeremonie, wenn man mich in den Videos so leiden sieht. Ich halluziniere nicht, ich bin komplett da, ich bin komplett in der Realität. Das ist wirklich nur auf körperlicher Ebene. Man kann allerdings auch emotionale Heilungsarbeit damit machen, weil man halt einfach den Körper ausreinigt. Genau, so viel dazu. Und dann erkläre ich euch vielleicht ganz kurz, wie so eine Zeremonie abläuft. Vielleicht fange ich erstmal damit an, für wen so eine Zeremonie geeignet wäre. Ich erzähle jetzt ganz kurz was zu mir. Also ich habe mich für diese Zeremonie entschieden, weil ich tatsächlich etwas loslassen wollte. Und dazu ist Kambo ganz gut geeignet, vor allem wenn es um körperliche Beschwerden geht. Und bei mir war das so, dass ich aufgrund des Lockdowns und der Quarantänevorschriften in eine extreme Winterdepression verfallen bin. Und es war wirklich ganz, ganz schlimm. Also ich hatte schon lange nicht mehr so depressive Verstimmungen und so eine Unlust am Leben wie zu dieser Zeit. Und habe aufgrund dessen, bevor ich nach Mexiko bin, auch unfassbar viel gegessen. Also ich hatte ja eigentlich fast nie in meinem Leben irgendwie Gewichtsprobleme oder irgendwas ähnliches. Aber ich habe extrem viel gegessen, bevor ich nach Mexiko bin, weil ich kein Sättigungsgefühl mehr hatte. Das hat man ja oft während der Depression und einfach auch aus Langeweile gegessen habe. Und dadurch habe ich halt zugenommen. Ich habe überhaupt nicht irgendwie, ich bin überhaupt nicht übergewichtig geworden oder so. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber ich habe so zugenommen, dass ich mich in meinem eigenen Körper überhaupt gar nicht mehr wohl gefühlt habe. Weil ich glaube, jeder hat ja so sein Idealgewicht und jeder hat so seine eigene Wunschvorstellung von seinem eigenen Körper. Und die kann ich eigentlich locker halten mit normaler Ernährung. Aber ich habe einfach viel zu viel gegessen, über meinen Hunger hinaus gegessen, nicht mehr auf meine Intuition gehört, habe mich dadurch nicht mehr wohl gefühlt, weil ja das irgendwie auch meine einzige Beschäftigung war den ganzen Tag. Und bei Kambo wollte ich das gern abgeben. Ich habe bei Kambo mir die Intention gesetzt. Ganz wichtig, dass ihr Intention nicht mit einer Erwartung gleichsetzt. Ich habe die Intention gesetzt, dass ich die Depression gehen lassen möchte und vor allem aber dieses unnötige über meinen Hunger hinaus essen. In meinen Gedanken auch hat sich irgendwie alles nur noch um Essen, Essen, Essen gedreht und das wollte ich einfach loswerden. Ich wollte wieder intuitiv essen können, nur dann essen, wenn ich Hunger habe und wenn ich satt bin, auch einfach aufhören, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt weiter essen. Diese Intention habe ich mir gesetzt und ich kann im Nachhinein euch wirklich sagen, dass das absolut eingetreten ist. Also ich bin absolut begeistert. Es kann jetzt auch sein, dass man sagt, ja, du hattest ja auch noch Ayahuasca und du hast noch Bufo gemacht. Da ist vielleicht auch viel Heilung passiert, auch durch deine Meditation und so. Und da gebe ich absolut recht. Aber ich sage mir, also intuitiv habe ich das Gefühl, das hat mir irgendwie Kambo gegeben. Auf jeden Fall, falls ihr also an Übergewicht leidet oder ihr leidet an gewissen Autoimmunerkrankungen oder auch an emotionalen Blockaden vielleicht, die sich aber körperlich auswirken. Ihr leidet an Allergien, vielleicht habt ihr auch Krebs oder ihr habt irgendeine andere Form und ihr wisst einfach nicht mehr weiter, dann wäre, glaube ich, es gar nicht schlecht, Kambo mal in Erwägung zu ziehen und sich da mal zu informieren, sage ich. Ihr sollt nicht gleich zur nächsten Zeremonie rennen, sondern sich zu informieren, könnte mir das und meinem Körper und meiner Gesundheit was bringen, einen Mehrwert bringen. Und ansonsten ist es auch für Menschen geeignet, die sich einfach mal komplett detoxen wollen, die einfach
zum Beispiel in den letzten Jahren viel geraucht und getrunken haben oder Drogen probiert haben oder sich scheiße ernährt haben und jetzt einfach mal so einen Neustart wollen. Das war bei mir auch so. Ich wollte einfach so einen Neustart. Ich wollte eine komplette Entgiftungskur. Und jemand, der sich detoxen möchte, für den ist Cambo eine ganz, ganz tolle Lösung, meiner Meinung nach, weil es wirklich den Körper komplett entleert. Erstens das Verdauungssystem und es fährt dich, also es fährt wie dein Computer, dein Körper auf Null runter und du startest wie neu. Genau, so viel möchte ich dazu sagen. Und jetzt ganz kurz, wie die Zeremonie abgelaufen ist. Und bei uns war das so, dass das alles erstmal vorbereitet wurde. Uns wurde erstmal erklärt, was uns erwarten kann. Und das ist auch ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, wenn ihr die Zeremonie macht. Macht es bei einem Schamanen eures Vertrauens, nicht nur, weil er kompetent sein sollte, sondern weil ihr euch auch wohl in seiner Nähe fühlen solltet. Denn es kann passieren, dass ihr während der Zeremonie euch in die Hosen scheißt, weil der Darm so entleert wird. Das kann passieren, wenn man vorher nicht lang genug gefastet hat. Und dann ist es natürlich nicht gerade wertvoll, wenn man sich total schämt vor dem Schamanen. Dann wurden wir noch aufgeklärt über andere Dinge, dass wir uns auf jeden Fall übergeben werden. Das ist auch der Sinn vom Cambo, dass man sich sehr, sehr viel und sehr, sehr lange übergibt. Und ansonsten, was noch passieren kann. Also es gibt auch Menschen, die werden dabei ohnmächtig, die fallen um. Gehört aber dann in gewisser Weise auch dazu. Hauptsache, ohnmächtig bedeutet ja nicht gleich, dass mein Herz nicht mehr schlägt, dass ich einen Herzstillstand habe, sondern erstmal nur, dass ich umkippe und was sonst noch alles Mögliche passieren kann. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber jeder kann sich da ja selber informieren. Genau, und dann haben wir eigentlich angefangen und ich war so ziemlich die letzte Gruppe, was total unangenehm war. Das würde ich nie wieder so empfehlen. Also wenn ihr in einer großen Gruppe seid von so, keine Ahnung, 20 Leuten, 25 Leuten, dann setzt euch irgendwie an den Anfang, dass ihr recht am Anfang drankommt. Weil wenn ihr seht, wie die anderen Menschen leiden, dann vergeht's euch und dann kriegt ihr immer mehr Angst. Und das war bei uns so. Ich habe gesehen, wie die anderen Menschen gelitten haben, wie es ihnen schlecht ging. Ich habe aber auch gesehen, dass das Ganze halt wirklich nicht so lange dauert. Also ich glaube, wenn ihr dann einmal dran seid, dauert das Ganze vielleicht 10, 15 Minuten, dieses Prozedere, wo es euch so richtig dolle schlecht geht und ihr die ganze Zeit erbrecht. Und dann ist wieder gut. Und da muss man halt durch, Augen zu und durch. Wachstum passiert nicht ohne Schmerz. Ja, genau. Auf jeden Fall eben die Zeremonie wurde damit angefangen, dass uns das erstmal erklärt wurde. Und dann wurden wir ausgeräuchert mit Tabak. Ist der Schamane zu jedem Einzelnen gegangen, hat ihn nochmal mit Tabak bepustet sozusagen und seine Affirmationen gesprochen. Dass es wichtig ist, dass wir beschützt sind und so weiter. Das, was zu eben zu einer Eröffnung einer Zeremonie dazugehört. En tus brazos, con tu luz, con tu amor, nos permitas que todos podamos sanar. Es ist ja immer so Teil, dass man so wie zu dem Geist von Cambo auch nochmal betet und nochmal was bittet und so weiter. Also einfach Energiearbeit wird ganz am Anfang gemacht. Und wenn man dann an der Reihe ist, dann geht es darum, dass man als allererstes mal ganz, ganz viel Wasser trinken muss. Man muss vor der Zeremonie gefastet haben, das ist wichtig. Um die 16 Stunden mindestens. Ich würde eigentlich eher einen Tag empfehlen, damit man das Risiko nicht eingeht und sich in die Hosen macht. Und wenn man dann dran ist, muss man super viel Wasser mit einmal trinken. Das heißt, du musst dann versuchen, in 10, 15 Minuten 2 bis 3 Liter Wasser hinter zu kippen. Also es ist wirklich ein Kippen, so dass du das Gefühl am Ende hast, du platzt jetzt gleich und du übergibst dich nur vom Wasser. Und wenn du das Gefühl hast, du übergibst dich jetzt gleich vom Wasser, dann ist gut, dann hast du genügend Wasser in dir drin. Warum macht man das? Damit dieses Wasser zirkulieren kann und du dich übergeben musst. Wenn du die ganze Zeit nichts in deinem Magen hast, auch kein Wasser, und du wirkst nur so kleine Mengen raus, dann ist es ja total unangenehm und das bringt auch nicht wirklich viel.
Deswegen ganz viel Wasser. Wenn du das dann getrunken hast, dann bekommst du, und vielleicht auch währenddessen, Brandpunkte gesetzt auf deine Haut. Du kannst dir überlegen, wo die gesetzt werden. Also die können hier einmal, ich habe sie am rechten Arm mir setzen lassen. Links wäre emotionale Arbeit, sagt man, also wurde uns gesagt. Am rechten Arm wäre körperliche Arbeit. Und hinten am Nacken, weiß ich jetzt gar nicht, für was das steht, auch für körperliche Heilung und ist aber viel intensiver. Ich habe mir am Anfang welche nur, also bei der ersten Zeremonie habe ich mir sie nur auf den Oberarm geben lassen. Und jetzt kommt es aber, dadurch, dass ich mir bei der ersten Zeremonie gedacht habe, ich bin stärker als das Ganze hier, wurden mir zusätzlich die Punkte am Nacken verpasst, denn ich konnte mich auch gar nicht auf Kambo einlassen. Ich hatte bei der ersten Zeremonie so Schiss, ich wusste nicht, was mich erwartet, dass ich mich gar nicht wirklich darauf einlassen konnte und dann in meinen Gedanken so krass mir eingeredet habe, ich bin stärker als dieses Froschgift, ich schaffe das, mir geht's nicht schlecht, dass es tatsächlich ich eigentlich kaum was gemerkt habe von dem Gift. Was natürlich nicht Sinn der Sache ist, weil dann kann ja das Gift und die Medizin gar nicht seine richtige Wirkung entfalten. Auf jeden Fall, mir wurde bei der ersten Zeremonie dann noch ein Punkt hinten gegeben. Und bei der zweiten Zeremonie bin ich dann ganz anders an die Sache herangegangen. Ich habe ja gesagt, ich will das loslassen. Deswegen, zum Loslassen gehört auch dieses sich übergeben. Und weil ich so Angst habe vorm Übergeben, wollte ich das eigentlich vermeiden oder wollte das so weit wie möglich aufs Mindestmaß zurückschrauben und muss mir dann eingestehen, hey, ich muss das jetzt einfach mal lernen und ich muss da jetzt einfach durch, egal wie schmerzhaft dieses Übergeben für mich ist. Übergeben, mich zu erbrechen. Und habe aber gesagt, okay, zweite Zeremonie, ich lasse mich ja voll und ganz drauf ein. Habe mir dann gleich mal mehr Punkte geben lassen. Ich habe mir dann 5 Punkte geben lassen. Ich glaube, hier waren nochmal 3, 2, dann glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Punkte habe ich beim zweiten Mal bekommen und 2 oder 3 davon auf den Nacken. Das heißt, das zweite Mal war recht intensiv. Und es kann übrigens auch sein, dass ihr die Zeremonie macht und ihr merkt erst ab 7 Punkten was. Wenn ihr total hart im Nehmen seid oder ihr habt so eine Art russisches Blut, dann ist das möglich. Es kann aber auch sein, dass ihr bei einem Punkt schon fast umfallt. Also jeder reagiert da auch anders. Auf jeden Fall, dir werden diese Brandpunkte gesetzt und dann wird das Gift aufgetragen auf diese Brandpunkte. Also es wird einfach wie so mit so einem Zigarettenstummel eingebrannt und dann wird dir das Gift aufgetragen und dann dauert es nicht lange, maximal 1 Minute, 2 maximal. Du merkst es aber eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, wo das Gift aufgetragen wird, dass es anfängt zu wirken. Und dann ist es nämlich so, dass du merkst erstmal, wie das ganze Wasser in deinem Körper zirkuliert. Und bei mir war das so, mein Kopf ist dann plötzlich ganz heiß geworden und mein Herz hat total schnell angefangen zu schlagen. Ich habe gemerkt, wie mein ganzes Lymphsystem arbeitet. Das war so das Erste, was ich gemerkt habe. Und dann kann ich mich eigentlich gar nicht mehr richtig daran erinnern, dann ist das wie so ein, es ist kein, ich kann nicht sagen Schmerz, aber es ist so ein unangenehmes Gefühl im ganzen Körper und dann eben fängst du an zu brechen und zu brechen und zu brechen. Yes, it's so good. Good job. Yes. 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 Yes.
einfach dieser Reinigungsprozess, wo ich gar nicht weiß, wie ich den beschreiben soll. Weil es ist kein direkter Schmerz, sondern es ist einfach ein ganz unangenehmes Gefühl. Und da muss man dann halt, durch dieses Prozedere muss man dann halt 10, 15 Minuten durch. Also eigentlich, man bricht. Wenn du Schwierigkeiten hattest zu brechen bei uns, dann war das so, dass sie dir extra so ein bisschen Rauch ins Gesicht gepustet haben, damit dir das leichter fällt, weil meistens stinkt das ja und dann fällt dir das leichter zu brechen. Das war der Sinn dahinter. Und nach 10 bis 15 Minuten ist das Ganze eigentlich auch schon vorbei und es geht dir total gut. Du bist vielleicht noch ein bisschen müde und kraftlos und dann legst du dich erstmal auf die Decke. Und dann ist aber eigentlich recht schnell, bist du wieder erholt und du fühlst dich danach wirklich wie neu geboren. Und was ganz, ganz wichtig ist noch und ganz, ganz lustig zu sagen ist, dass das Gesicht sich während der Zeremonie komplett verändert. Also wir sahen teilweise aus, als wären wir 70 Jahre älter. Du kriegst plötzlich hier so Falten an der Wange, also die gehen hier so runter während dieser ganzen Sache. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es kann sein, dass wenn du deine Lippen zum Beispiel gemacht hast, dass die total aufquillen, aber bei manchen auch so. Das ist einfach diese Entgiftungserscheinung, die quillen total auf oder dass deine Augen total aufquillen. Also jeder von uns hat ausgesehen als, ich weiß nicht, käme er vom Mond. Das war so lustig teilweise, aber auch erschreckend, wenn du in den Spiegel geguckt hast und dich so gesehen hast. Und ich habe euch ja auch schon erzählt, für mich war das absolut wertvoll, weil ich mein Problem, was ich hatte, sozusagen wirklich gehen lassen konnte. Und dazu möchte ich jetzt noch was sagen. Bei mir ist es wirklich so, dass es wirklich weg. Also ich esse überhaupt nicht mehr über meinen Hunger hinaus. Ich esse auch nicht mehr aus Langeweile. Ich denke auch nicht mehr den ganzen Tag ans Essen und auch meine Depression hat sich zumindest jetzt gerade zur Zeit in Luft aufgelöst. Und selbst als das nicht so war, weil ich bin ja am Anfang der Schwangerschaft schon nochmal so in eine depressive Verstimmung gefallen, das mit dem Essen hatte ich trotzdem nicht. Ich habe trotzdem nicht den ganzen Tag gegessen, sondern ich habe nur gegessen, wenn ich Hunger hatte. Und ich muss sagen, ich spüre, das kommt von Cambo und ich weiß, dass das mir das wirklich genommen hat und mir da echt geholfen hat. Deswegen glaube ich auch, dass vielleicht auch übergewichtige Menschen oder Menschen, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben, extrem davon profitieren könnten. Natürlich immer in Absprache mit dem Arzt und dem Schamanen. Ich denke, dass das hilfreich ist. Ich kann euch auch noch von einem anderen Fall berichten dort, und zwar die Chris. Die hat seit 20, 30 Jahren schon geraucht. Und sie hat sich eigentlich gar keine Intention gesetzt bei Cambo. Sie wollte sich einfach nur ein bisschen reinigen. Und sie hat dann aber tatsächlich aufgehört zu rauchen. Und sie hat gesagt, sie hat in dieses Wasser geguckt, was sie ausgekotzt hat, in diesen Eimer. Und hat ihr Gesicht gesehen, was dann so faltig geworden ist und so eingefallen ist. Und die Augen, die so aufgequollen sind. Und sie wusste, dass der Frosch, also Cambo, ihr gerade zeigt, wie sie aussehen wird, wenn sie nicht aufhört zu rauchen. Und ihr sind dadurch auch ganz viele Dinge bewusst geworden, wie das Rauchen eigentlich auch so von ihren Eltern kam und geprägt wurde. Und obwohl sie gar nicht mit der Einstellung ran ist, dass sie aufhören möchte zu rauchen, das war überhaupt nicht ihr Ziel in ihrem Leben und auch nicht bei der Zeremonie, hat sie automatisch aufgehört damit. Und das sind die einzigen zwei Fälle, der Fall von mir und der Fall von ihr, von Chris, wo ich weiß, dass es tatsächlich was verändert hat und tatsächlich geholfen hat. Ich weiß bei den anderen nicht, die da mitgemacht haben, was die sich für Intentionen gesetzt haben. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Und ich kenne auch sonst keine Berichte über Cambo und über den Heilungseffekt. Deswegen ist es wichtig, dass ihr da selber vielleicht nochmal recherchiert und selber nochmal fragt. Falls ihr einen Kontakt von einem Schamanen wollt, ich kenne jemanden ganz, ganz tollen, der das in Deutschland und in der Schweiz machen kann.
Da kann ich euch gerne über Instagram weiterleiten. Dann müsstet ihr mir allerdings auf Instagram schreiben. Meinen Kanal findet ihr in der Infobox. Und dann könnt ihr so eine Session über den buchen. Und ich persönlich würde auch immer empfehlen, dass man das 2-3 Mal macht und nicht nur einmal. Viele machen das hier, wenn sie es hier buchen, irgendwie nur einmal. Ich glaube aber, dass 2-mal, also hätte ich das nur einmal gemacht, bin ich mir nicht so sicher, ob das den Effekt gehabt hätte, weil ich ja beim ersten Mal mich schon gar nicht drauf einlassen konnte, so wirklich. Und vielleicht ist auch die Aufregung und die Angst zu groß, dass der Effekt noch gar nicht so eintreten kann. Deswegen wurde uns damals auch gesagt, macht es wirklich 2-3 Mal, damit ihr den richtigen Entgiftungseffekt habt. Und ich habe mich dann eben, ich habe es 2-mal gemacht und das war perfekt für mich. Ich würde das auch empfehlen, dass man das 2-3 Mal macht, hintereinander im Abstand von 2 Wochen vielleicht. Und dann ganz wichtig, dass ihr nicht glaubt, wie auch ich das schon bei Psychedelics gesagt habe, ja, ich mache jetzt das und dann bin ich geheilt und sonst muss ich an meinem Leben nichts ändern oder an meinem Lebensstil. Wenn ihr eine Autoimmunerkrankung habt oder andere Erkrankungen und die sind zurückzuführen auf euren Lebensstil, auf die Art und Weise, wie ihr mit euch selber umgeht, auf eure psychischen Probleme vielleicht, aber auch auf eure Essgewohnheiten, auf eure Fitnessgewohnheiten, dann kann ich nur sagen, es geht immer mit einer Veränderung des Lebensstils einher. Ihr könnt nicht von einem Frosch erwarten, dass er euch jetzt gesund macht und ihr müsst nie wieder etwas dafür tun. Gesundheit ist immer etwas, für das wir selber etwas leisten müssen. Und das möchte ich einfach nochmal gesagt haben, damit da nicht mit falschen Erwartungen hingegangen wird und man denkt, ja, ich nehme davon jetzt 20 Kilo ab, wenn ich das mache und dann kann ich weiterhin so essen und nehmen trotzdem ab. Das funktioniert natürlich nicht. Also man muss immer auch die eigene Arbeit machen wollen. Genau, falls ihr noch Fragen irgendwie habt, könnt ihr mir das gerne unten schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ich lese. Ich freue mich auch über jeden Daumen. Ob nach oben oder nach unten. Ist ja immer ein Feedback auch für mich. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Video.